Hey, Pikachu, kannst du mir mal sagen, wie du hier schlafen kannst bei der Hitze? Das ist doch unerträglich. Nur weil ich im Winter schlafe, heißt das nicht, dass du es auch machen musst. Aber, hey, aufgestanden! Wow, da ist aber einer schnell hellwach. Willkommen zurück zu Let's Play Poképark Wii. Nach der Winterpause geht es nun weiter und wir sind bereit für ein neues Minispiel und es wird brandheiß gefährlich. Welches Spiel hat Rihornio für uns parat? Bravo, du hast es zu mir geschafft. Bei meinem Spiel musst du deine Gegner über den Spielfeldrand hinauswirbeln. Zur Teilnahme benötigst du eine Eisenscheibe. Du kannst deine im Schmelzofen gießen. Eine Eisenscheibe genügt. Du brauchst mir nicht für jede weitere Teilnahme neue zu bringen. Jetzt brauche ich eine Eisenscheibe. Das ist doch nicht wahr, oder? Nee, wir gehen erstmal da hoch. Wir kraxeln erstmal da hoch. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder was schmelzen zu lassen. Das kann ich auch später machen. Hey Mitty, was blockierst du mit dem Weg? Stopp mal lieber, halte ein! Der Weg wird dir verschlossen sein! Oh, der reimt auch noch, ist ja ganz süß! Der dich nur dann zu Lore bringt, wenn dir im Wettstreit gegen mich ein Sieg gelingt! Wer im Ratespiel der Bessere ist, erfahren wir nun! 1, 2, 3. Haha! Der Fragen erste stelle ich nun, was soll ich denn auch sonst schon tun? Kannst du jetzt mal bitte damit aufhören? Was musst du für die Kreiselkellerei? Du außer Bären haben stets dabei. Eine Eisenscheibe hat mir ja gerade gesagt. In der Tat, mein Kamerad. Boah, Mietlich, du machst das mit Absicht, oder? Du möchtest mir heute echt auf den Keks gehen. Nun mal lieber, gib Weihnacht. Ich habe Frage 2 dir mitgebracht. Bin ich der Einzige, der das so nervig findet? Bitte schreibt, ihr findet es auch nervig. Ich möchte nicht der Einzige sein, der das empfindet. Flink zu sprinten, liebes Kind, zeigt, wer am Treffpunkt dir geschwind. Und natürlich nach Tara oder Nikirlia war es, Deponita natürlich. In der Tat, mein Kamerad, ein weiteres Mal. Nein, nicht die goldene Mitte, die ist die Frage dritte. Wer, das sagt mir auf der Stelle, ist hier der flinkste Geselle? Wieder Punita? Ja, zweimal die gleiche Antwort, ist mir nur recht. In der Tat, mein Kamerad. Nicht nur dein Körper mit viel Qual, auch dein Geist hast du gemacht zu Stahl. Das wird freuen unseren Logok sehr, den Weg versperre ich dir nun nicht mehr. Das ist echt nett und wenn du nie wieder mit mir sprechen würdest, wäre ich dir auch sehr verbunden. Das Minispiel werden wir dann halt im nächsten Part machen. Ich werde dann zwischen den beiden Parts mir eine Eisenscheibe machen. Das muss ja jetzt nicht sein. Da muss ich wieder hin, her laufen. Das dauert so lang. Ui, Iglava! Iglava, hey, wie geht's? Iglava! Es heißt, früher habe der gesamte Pokepark aus glühend heißer Lava bestanden. Ja, aber da haben sich andere wohl darüber beschwert, dass es nur für Feuer-Pokémon angenehm wäre. Würde ich mal annehmen. Lass uns kämpfen! Mehr hat er nicht zu sagen. Okay, lass uns kämpfen. Ich werde nicht verlieren. Schön, dass man hier auch mal von einem Johto-Starter die Entwicklung sieht. Das war's schon? Da musst du dich aber ein bisschen mehr anstrengen. Komm her! Wow! Ich bekomme, wonach ich gefragt habe. Wow, nicht im Kreis herumdrehen. Und erwischt. Du bist richtig stark. Verrate mir doch einige Kniffe für den Kampf. Und lass uns Freunde sein. Ich bin von weit her gekommen, um stärker zu werden. Wir wollen bald wieder zusammen spielen, ja? Naja, Tricks und Kniffe kann ich dir nicht unbedingt verraten. Ich meine, Eisenschweif kannst du nicht unbedingt lernen. Aber ich meine, Rasa konnte ihn mir ohne Schweif erbringen, also kannst du ihn vielleicht... Oh, was ist hier los? Ich will mit! Mit Volona möchte ich spielen. Volona, komm zurück! Komm zurück! Ich krieg dich! Uah. Bleib hier! Ist es denn falsch, gegen andere zu kämpfen? Selbst wenn es um der Gerechtigkeit willen geschieht? Wie denkst du darüber? Oh, du möchtest Fangen spielen? Ja, wir haben doch quasi schon Fangen gespielt, aber na gut, machen wir es nun offiziell. Schön, lass uns beginnen. Aber bitte keine Feuereier legen oder sonst irgendwas, was mir weh tut im Nachhinein. Was habe ich gerade gesagt, Volona? Das ist Betrug! Hörst du mal auf?
Ich krieg dich, ich... Wow, da hätte ich fast noch das Feuer abbekommen. Huiuiui, lösch das mal besser einer ganz schnell. Vulnona geht in Flammen auf. Meine Güte, bist du schnell. Kein Wunder, dass Vulpix gegen dich den Kürzeren gezogen hat. Ruf mich, wenn ich helfen kann. Wenn ich deine Hilfe brauche, komme ich darauf zurück. Aber wer hat dich denn vorhin gejagt? Das habe ich bei der ganzen Eile gar nicht mitbekommen. Ah, Flamara! Ja, zu dir kommen wir... Oh, Verzeihung! Entschuldigung, das war keine Absicht. Du bist noch nicht nachtragend, oder? Okay. Oh, du hast aber viele Freunde. Dann bist du bestimmt sehr stark. Lass uns doch einen Wettstreit austragen. Möchtest du kämpfen? Oh, mal eine Evoli-Entwicklung, die nicht fangen spielen möchte. Das ist mal ganz willkommen. Wollen wir anfangen? Jupp, das wollen wir. Jetzt schubst du nicht Igelava zur Seite, das ist nämlich ganz schön unverschämt. Komm her. So, deine erste Attacke. Oh, das war's schon. Ich fühle mich total unterfordert hier. Du bist in der Tat sehr stark. Lass uns Freunde sein. Und wer hüpft da hinten um? Hier ist wieder Igelava. Ach, Noctcham leuchtet durch die Gegend. Willst du dich wohl hier abhärten, was? Kikli, kommt einfach nicht. Aber bei dem Spiel werde ich mich schon nicht langweilen. Hast du schon am Felsenschmettern mit Logok teilgenommen? Es kommt dabei vor allem darauf an, die Ruhe zu bewahren. Du bekommst umso mehr Punkte, je besser es dir gelingt, die Felsen ohne Aussetzer zu zerschmettern. Lass uns kämpfen. Ja, von dir hätte ich auch nicht erwartet, dass du fangen spielen möchtest. Nun, zeig mal, was du so kannst. Das zeige ich dir. Nämlich... Oh, da war mal einer ganz schön flink. Wow, hey. Auf den Eisenschweif kann ich mich hier doch nicht verlassen. Oder? Na doch, aber jetzt bringt es auch nicht mehr so viel. Jetzt kann ihn jede kleine Attacke ausnocken. Ja, Noctchan ausnocken. Plumps. Komm, ich helfe dir hoch. Unfassbar. Du bist eine Wucht. Lass uns Freunde sein. Freunde, Freunde, liebe Freunde. Immer mehr, immer mehr. Und ist das Rapurenta? Hier entlang zum Felsen, später mit Logok. Willkommen sind alle, die für die Gerechtigkeit einstehen. Dass du es bisher geschafft hast, beeindruckt mich schon. Aber denke ja nicht, dass du mich einfach so besiegen könntest. Lass uns die Entscheidung im Kampf suchen. Und ich werde regelrecht dazu gezwungen. Na gut, Polenta. Hat so eine Mikos Lieblings-Pokémon. Greift an! Und hat nicht wirklich eine Chance, würde ich mal meinen. Sei denn, jetzt kommt noch eine Überraschung. Oh, mach das doch mal. Ey, das machst du nicht nochmal. Beenden wir das. Du läufst auch noch mitten rein. Ach, Porenta. Ist auch irgendwie kein Wunder, dass ihr ausgestorben seid fast. Was? Ich hätte nie gedacht, dass ich verlieren könnte. Du bist so gut. Wie man es sich überall erzählt. Nächstes Mal gewinne ich aber. Ich werde mich nämlich verbessern. Gib mir bitte die Gelegenheit zu einer Revanche. Du kannst vorbei. Logok erwartet dich schon. Moment mal, ich habe doch noch gar nicht das andere Minispiel gemacht. Ich möchte schon irgendwie alles nach der Reihe machen. Ach, Porenta, ich weiß nicht, vielleicht komme ich nochmal zu dir zurück. Aber es dann wird geübt und trainiert. Sind noch irgendwelche Pokémon hier, die ich noch nicht herausgefordert hätte? Bisher nicht. Da komme ich nicht durch, aber ich glaube mal, das kann ich mit diesem Hebel ausmachen. Und funktioniert's. Yay, jetzt müsste ich ja wieder direkt am Anfang sein. Genau. Hey, da könnte ich mir doch noch eine Eisenscheibe machen. Caballera, sei vorsichtig, du könntest jemanden verletzen. So, dann will ich das Ding mal anstoßen, aber nicht mal dazu bin ich in der Lage. Und dann wollen wir mal schauen, was wir zutage fördern. Es ist natürlich wieder kein Gold. Eisenerz. Eisenerz, oh Eisenerz, ich grab nach dir. Bäh, nimm das auch mit Pikachu. Jetzt müssen wir uns nur wieder an den Kultel vorbeischleichen. Das wird ein Spaß. Vulpix, hilf mir doch! Es ist so schwer!
Das können meine kleinen Pika-Beine doch kaum tragen. Oder Groudon, wie wär's mit dir? Das ist doch für dich nur ein kleiner Kieselstein. Oder beschütze ich von den Kurtel? Ich frag mich, was die gegen mich haben. Ich hab dir noch gar nichts getan. Na gut, ich hab die ein paar Mal gerammt, aber das ist doch vergeben und vergessen. Gut, das ist nichts passiert. Oder, ja, komm, geh bloß weg, ey. Mach dich bloß vom Acker. Sonst gibt's ja Anzeige, ne? Ich mein's ernst. Kurtel, jetzt ist gut. Lass mich in Ruhe. Groudon, pass auf, dass der nicht durchkommt. Alles Terroristen hier, meine Güte. Ich will doch nur spielen. Ich möchte doch nur an Rino. Ja, an dem Spiel möchte ich halt teilnehmen, ne? Rund, bitte. Rund, ich kann nicht mehr sprechen. Ich brauche schnell das, was ich wollte. Plop, das war's. Eine Eisenscheibe wurde gegossen. Yay, und die darf ich jetzt wieder tragen. Hossa. Und es ist genauso schwer. Jedenfalls stellt sich Pikachu so an, als ob es genauso schwer wäre. Aber es ist ja nicht mehr so weit. Nach Rihornior. Ja, ich kann ihn seinen Namen doch noch aussprechen. Ja komm, du musst mich jetzt nicht verdreschen, nur weil ich deinen Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Es kann mal passieren. Oh, wie ich sehe, hast du da eine Eisenscheibe bei dir. Kommst du etwa wegen des Spiels? Nun, bei meiner Kreiselkeilerei geht das ganz schön ruppig zu. Mach dich also auf etwas gefasst. Und das kostet? Eine Partie Kreiselkeilerei gefällig? Macht 20 Bären. Na, das ist ja noch akzeptabel. Gut, hier entlang bitte. Lass uns anfangen. So, die Regeln. Wirbel über das Feld und dränge deine Gegner über den Rand für Punkte. Mindestleistung 5000. Und wir müssen die Wii-Fernbedienung neigen. Oh, da hatte ich jetzt eigentlich ja gar keine Lust zu, aber da werden wir nicht drum rumkommen. Bewege die Wii-Fernbedienung nach Spielbeginn wie abgebildet, um ohne zu fallen über das Spielfeld zu wirbeln. Ramme deine Widersacher mit Schmackes aus dem Ring. Spezialitems helfen dir dabei, die Gegner aus dem Ring zu fegen. Sammle Spezialitems und drücke 2 für Spezialoffensiven. Boah, so viele Regeln. Wenn du Gegner nacheinander aus dem Ring fegst, bekommst du extra Punkte. Wird schon schief gehen. Favoriten, Flamara, Magnezone und Kurto. Oder wie er sagt, Quirtel. Ach, nehmen wir Shelterer. Der ist da groß genug für sowas. Da ist man auch froh, wenn man solche Freunde hat. Pikachu, du musst leider mal wieder aussetzen. Die Bonusleistung ist ja ein bisschen sehr hoch. Aber die muss ich ja nicht unbedingt erreichen. Plums und weg. Komm, kommt alle her, kommt alle her. Hier kommt keiner zu kurz. Oh, Relaxo auch mit von der Partie. Visaflor, ja, alle Schwergewichte machen mit. Da war Rihorn, ich dachte für einen Moment, oh, ist da Glurak? Nein. Und Spezialfähigkeit, alle weg und ich habe eigentlich mein Ziel schon erreicht. Aber wollen wir mal gucken, ob wir nicht die Bonusleistung schaffen können. Hier, mein Power-Up. Hey, die anderen können das gar nicht einsammeln, das ist nur für mich. Ist zwar ein bisschen unfair, aber wen juckt's? Wow! Und da habe ich mir einen heißen Hintern geholt. Komm schon, über 20.000 Punkte will ich noch und die habe ich erreicht. Rihornior, schubst dich! Nein, nicht mich! Ich will leben! Ja, am Ende bin ich doch gestorben und wiederbelebt worden. Aber Shelterer hat trotzdem gewonnen und sogar die Bonusleistung erreicht. Dafür gibt es natürlich wieder 150 Bären. Na, bei so vielen Bären kann man ja bald mal wieder trainieren gehen am Treffpunkt. Pikachu, komm, so lange hat es nicht gedauert. Aufgewacht! Hm, das war in der Tat nicht schlecht. Hier, als kleine Belohnung von mir. Ein weiterer Prismensplitter, jetzt haben wir schon die Hälfte gesammelt. Also haben das Spiel halb durch. Liegt also noch ein ganzes Stück vor uns. Logok sucht auch nach Prismensplittern. Richtig fertig gemacht hat er mich. Doch ich werde es ihm heimzahlen. Erst will ich aber sehen, wie du dich gegen ihn schlägst. Jo, wir werden uns schon schlagen. Ich werde ihn schlagen. Ohne Gewalt natürlich. Aber speichern wir für heute erstmal. Ruhen uns aus für den Kampf. Und im nächsten Part geht's dann weiter. Also, bis dann!